Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video zum Thema Z-Wave-Netzwerke. In dem Fall hier jetzt ganz explizit einmal die Popstation und der Wechsel auf eine freie Software, nämlich Pulse Station. Und heute wollen wir Folgendes durchführen: wollen diesen Sender von meinem alten Controller auf meinem neuen wechseln. Dazu müssen wir ihn einmal am alten Controller entfernen und dann beim neuen Controller einfügen. Dafür habe ich mir hier schon mal die separaten Seiten aufgerufen. Im Pop-Hub ist es so, dass man unter Einstellungen Devices hier oben ein Manage findet. Dann findet man seine integrierten Geräte. Mit einem Klick auf das rote Kreuz kommt man zu der Möglichkeit, die Exklusion zu starten. Und genau das ist, was wir jetzt tun wollen. Im Anschluss muss ich an meinem kleinen Motion-Sensor den innerhalb des Gehäuses liegenden Knopf dreimal drücken. Und dann sollte das Ganze auch erfolgreich sein. Wir schauen mal, ob das so geht. Wir starten und dann 1, 2, 3. Der kleine Motion-Sensor hat mir mit einem blauen Licht eben genau das signalisiert, dass er jetzt exkludiert ist. Und nun können wir gleich in die Pulse Station wechseln. Hier in dem Fall unter Services Z-Wave finden wir die bereits integrierten Geräte. Das ist einmal der Controller selbst und der Steckdosenaufsatz, den wir schon im letzten Video hatten. Hier gibt es Controllerbefehle und wir können hier ein Gerät hinzufügen. Wie wir jetzt sehen, nach dem dreimaligen Klicken findet er dann das Gerät Nummer 3. Das passt auch in der Nummerierung sehr, sehr gut. Wir sehen hier, das ist ein Binary Sensor im Gegensatz zum Binary Switch. Also ein Sensor im Gegensatz zu einem Schalter. Wir machen hier mal den Namen Bewegungsmelder. Na, das hat er gar nicht genommen. Jetzt. Schon wieder nicht. Okay, damit das Ganze auch einen Namen hat und wir es später ein bisschen einfacher haben. Okay, prinzipiell jetzt erstmal ist nur das Gerät hinzugefügt, das heißt in unserer Standardoberfläche, die ich mal noch aufrufen könnte. Dazu einfach die IP-Adresse plus Pulse Station eingeben. Dann muss man sich in dem Fall zwar noch einmal einloggen. Also, wie wir sehen, hier ist nur die Steckdose da, nichts weiter, keine Schaltflächen bisher. Deshalb gehen wir jetzt hier einmal unter Dashboard und hier gibt es die Möglichkeit, Panels zu erstellen. Das tun wir jetzt hier in dem Fall auch einmal. Panels erfolgreich erstellt, sagt er mir. Dann sichern wir das Ganze mal. Schauen, ob sich hier schon etwas getan hat. Was? Und das hat es leider nicht. Warum nicht? Okay, scheinbar funktioniert das automatische Erstellen hier in dem Fall noch nicht ganz perfekt, sodass wir dann jetzt einmal versuchen, das Ganze manuell zu machen. Also wir sagen, wir haben einen simplen Wert, den wir uns anzeigen lassen wollen vom Gerätetyp Binary Sensor. Dann finden wir den Bewegungsmelder. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit zu sagen, wir lassen uns die Temperature anzeigen, klicken auf OK. Wir könnten hier jetzt noch einen zweiten Wert einfügen, wenn wir wollten.
Ich muss mir also nicht nur ausschließlich die Temperatur anzeigen lassen. Und wenn wir jetzt hier einmal alle Räume uns anzeigen lassen, dann sehen wir jetzt hier zumindest die Temperatur so, wie wir das eingestellt haben. Und wenn wir jetzt noch einmal hier drauf gehen und uns neben der Temperatur die Luminanz anzeigen lassen, das Ganze sichern, hier nochmal einen Wechsel des Layouts machen, sehen wir jetzt hier, dass die Luminanz in dem Fall erstmal 0 ist. Das ist ein bisschen verwunderlich für mich. So dunkel ist es hier im Zimmer nicht. Haben wir denn das Richtige ausgewählt? Ah, nein, hatten wir nicht. Okay. 200 ist jetzt schon ein wenig mehr, wie wir sehen. Sehr, sehr gut. Und genau so kann man sich jetzt hier erstmal an der Oberfläche im Explorer die einzelnen Elemente zusammenbasteln, die man braucht. Und man kann sie dann wiederum in der Administrationsoberfläche auch noch gewissen Räumen zuordnen. Das erfolgt wiederum aber jetzt nicht hier, sondern beim Gerät selbst. Denn natürlich kann ein Gerät nur in einem Raum stehen. Ich habe das hier mal im Beispiel für den Flur gemacht. Das heißt, wenn dieser Bewegungsmelder jetzt im Flur oben stehen würde und wir den in dasselbe Zimmer packen wollen würden, Flur, dann würden wir Flur oben schreiben. Fürs Beispiel nehmen wir aber mal Flur. Machen wir es hier, dann geht es einfacher. Flur unterstrich unten. Okay. Dann. Haben wir jetzt hier Flur unten? Da haben wir den Bewegungs-, Licht- und Temperatursensor, nämlich den Motion-Sensor von Fibaro. Um die Motion kümmern wir uns später noch. Die ist natürlich dann sehr interessant, um zum Beispiel auf eine Bewegung einen anderen Aktor irgendwie zu aktivieren. Also zum Beispiel ganz klar, ich laufe an dem Sensor vorbei und eine andere Steckdose schaltet mir ein Licht an oder. Natürlich ginge auch eine Alarmanlage und ähnliches. Das schauen wir uns aber später an, aber jetzt hier im einfachen Beispiel, also Lux und Temperatur, haben wir hier jetzt im Beispiel Flur unten genau so, wie wir es wollen. Okay, das war's mit diesem kleinen Video vom Entfernen eines Gerätes vom Pop-Hub und dem Integrieren in die Pulse Station. Ganz, ganz wichtig ist, man muss seine Geräte immer exkludieren, unbedingt, um sie von einem zum anderen Controller umziehen zu lassen. Wenn man das nicht tut, wird man sein Gerät nicht weiterverwenden können, denn das Gerät bleibt dann auf dem alten Controller aktiviert und ist am neuen ohne Exklusion völlig nutzlos. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, bis bald. Allen noch einen schönen Tag.